Fast jeder Unternehmer kennt das. Man versucht, neue Mitarbeiter zu gewinnen und überlegt sich dabei alle möglichen Strategien. Doch eine Methode wird oft unterschätzt, die Weiterempfehlung durch die eigenen Mitarbeiter. Und warum? Weil das der Königsweg der Mitarbeitergewinnung ist. Und in diesem Video schauen wir uns an, wie du deine Mitarbeiter so begeistert, dass sie dich gerne weiterempfehlen und warum ein einfaches Kopfgeld rein gar nichts bringt. Fangen wir mal damit an, was die meisten Unternehmer tun. Sie setzen eine Prämie aus, sagen wir mal 500 Euro, wenn ein Mitarbeiter jemanden weiterempfiehlt, der dann auch eingestellt wird. Klingt erstmal nach einer guten Idee, oder? Aber hier ist das Problem. Wenn deine Mitarbeiter mit deinem Unternehmen nicht zufrieden sind, werden sie ihre Freunde oder Bekannten nicht für ein paar hundert Euro verkaufen. Denn mal ehrlich, wer möchte denn schon jemanden in ein Unternehmen locken, in dem man sich selbst nicht mal wirklich wohlfühlt? Das ist, als würdest du jemanden zu einem Produkt überreden, von dem du selbst nicht überzeugt bist. Es geht nicht darum, dass Geld keine Rolle spielt, sondern darum, dass echte Empfehlungen aus Überzeugungen kommen. Und diese Überzeugung entsteht nicht durch finanzielle Anreize, sondern durch eine positive Unternehmenskultur. Stell dir vor, ein Mitarbeiter ist wirklich zufrieden mit seinem Job. Er fühlt sich wertgeschätzt, hat Entwicklungsmöglichkeiten und geht richtig gerne zur Arbeit. Was passiert dann? Ja, er wird von ganz allein positiv über dein Unternehmen sprechen. Und genau da liegt der Schlüssel. Zufriedene Mitarbeiter werden von sich aus zu Botschaftern deines Unternehmens. Und was viele Unternehmen vergessen, Weiterempfehlungen funktionieren nur dann, wenn die Basis stimmt. Deine Mitarbeiter müssen stolz darauf sein, Teil des Teams zu sein. Sie müssen das Gefühl haben, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird und sie in einem Umfeld arbeiten, das sie unterstützt und fördert. Nur dann werden sie auch bereit sein, Freunde oder Bekannte mit ins Boot zu holen. Was kannst du also tun? Anstatt einfach nur eine Prämie auszusetzen, solltest du den Fokus darauf legen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das deine Mitarbeiter so richtig begeistert. Frag dich, würdest du in deinem Unternehmen gerne arbeiten und deinem besten Freund es empfehlen? Wenn die Antwort ja ist, dann machst du schon vieles richtig. Geldprämien mögen kurzfristig wirken, aber langfristig bringen sie rein gar nichts, wenn die Stimmung im Unternehmen nicht stimmt. Setze stattdessen auf eine starke Unternehmenskultur, in dem jeder Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlt und gerne zur Arbeit kommt. Das ist das beste Rezept für ehrliche und erfolgreiche Weiterempfehlung. Und wenn du möchtest, dass wir gemeinsam deine Unternehmenskultur unter die Lupe nehmen und die Mitarbeiterzufriedenheit steigern, dann lass uns ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da und abonniere unseren Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Dein Max.